Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 166 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich jetzt an einer ganz anderen Stelle bin, und zwar im letzten Part, oder was heißt ganz andere Stelle? Ich bin 50 Meter weiter. Im letzten Part haben wir hier oben aufgehört. Ich wollte hier direkt nach Ochsenfurt reisen, per Schnellreise. Das ging aber nicht, weil hier direkt die Quest weitergeht. Da will ich euch schon mitnehmen, nicht, dass da direkt irgendwas losgeht und keine Ahnung. Da bin ich hier zum Kräuterkundler. Oh, da hinten könnten wir uns mal rächen. Da waren die Stufe 20 Wölfe und so weiter, falls ihr euch noch erinnert, und dieser Waldschrat. Auf jeden Fall, ich bin hier zum Kräuterkundler gereist, wollte ein paar Sachen verkaufen und so, und dann ist mir aufgefallen, ich bin, glaube ich, echt quintsüchtig. Gegen den haben wir noch kein Quint gespielt. Und ich glaube, das sollten wir mal versuchen. Ich bin echt quintsüchtig. Ich glaube, ich muss diese Quint-Quest bald vorziehen, sonst wird das hier gar nichts mehr. Ein paar Partien Quint spielen, das würde mir gut tun. Ja, mir tut das auch sehr gut. Ich habe da irgendeine Sucht entwickelt. Sorry, Leute. Ja, und das machen wir jetzt. Starten wir einfach damit und dann geht's gleich weiter mit den Quests sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob wir eine Chance gegen ihn haben. So, Scoia'tael benutzt er. Okay, Horn des Kommandanten haben wir. Jo, das Ding hier kann weg. Das ist eigentlich so meine schwächste Karte. So, jetzt aber. So, dann kann die 1er-Karte hier noch weg. In der Hoffnung, dass da noch was Gutes kam. Ja, eine 4er-Karte kam noch dazu. Jetzt gucken wir mal, der wird wahrscheinlich schon was können. Da gehe ich doch mal stark davon aus. Ja, schmeiße ich ihm noch gleich da Dijkstra hin. Dijkstra, komm, Horn des Kommandanten und Finde wäre ganz nett. Ach, Finde, ja gut. Nur Finde ist zu schwach. Dann müsst ihr mir jetzt auch noch gleich mit so irgendwas kommen. Habe ich wenigstens einen Heiler, dass ich den doppelt rufen könnte? Ne, auch nicht. Jetzt muss ich schon die 4er-Karten nutzen. Die Frage, macht das jetzt nur irgendwie Sinn? Nö, dann lasse ich eine gewinnen. Ich weiß, ein bisschen merkwürdige Theorie, aber mache ich jetzt. Ja. Weil wenn ich jetzt weiter noch irgendwas lege in der Runde, die ist für mich eh verloren. Die will ich gar nicht mehr gewinnen. Na, seht ihr, er passt direkt. Haben wir das schon mal richtig gemacht? Ja, ich spiele mir halt gerade die 4er-Karte aus hier. Und passen auch. Und somit gewinnen wir und kriegen eine neue Karte und hoffentlich nochmal ein Horn. Das wäre jetzt geil. Noch ein Horn des Kommandanten. Komm. Ah, oh, eine 5er-Karte. Auch in Ordnung. So. Ja, das muss man sich auch mal überlegen. Hier mit diesen nördlichen Königreichen bekomme ich ja bei jeder Runde, wo ich gewinne, eine Karte dazu. Das kann ja in so einem Duell eigentlich nur eine Runde sein, also habe ich effektiv eine Karte mehr. Finde ich bei den Monster-Decks zum Beispiel cooler, dass eine Monster-Karte immer liegen bleibt. Das finde ich zum Beispiel richtig cool. Hat man im Endeffekt dann, naja, zwei Runden einen Vorteil eventuell. Ist halt mehr wie einmal eine Karte zu ziehen, ne? Vor allem gerade wie jetzt in dem Fall. Ich will die erste Runde abschenken, da könnte ich eigentlich ein starkes Monster schon hinlegen, einfach nur um Druck zu machen. Er wird dann noch eine Karte hinlegen und ich beende dann und habe eigentlich einen deutlichen Kartenvorteil, weil die Karte hier bleibt liegen und er hat noch irgendwas ausgespielt, um ja, diese Karte auch noch zu schlagen eventuell oder nochmal in ordentliche Distanz zu kommen. Ich hoffe, das war so halbwegs sinnvoll erklärt. Naja, so, machen wir mal weiter. Ja, finde ich also die Monsterkarten auch von der Basis her besser. Und dass die eine Karte da Horn des Kommandanten machen kann, finde ich auch cool. So, jetzt ruft er hier seine Musterungsleute. Ja, war ja klar. Also gehen wir auch in die erste Reihe. Ja, wir haben auch ein paar Nahkämpfer dabei. Von der Warte ist das kein Problem. Er hat noch 7 Karten. Dichter Nebel spielt er aus. Okay, das holt mir der Fernkampf weg. Das ist jetzt noch nicht das Riesenproblem. Noch nicht. Oh oh, jetzt könnte es gleich nervig werden. Oh Gott sei Dank, er hat keine Karten. Ne, so stark sind seine Karten, ne? Den kann man dann einfach so mitfarmen. Außer er hat jetzt gleich noch eine Heldenkarte. Ich weiß es ja nicht. Ja, er macht auch alles ganz stark auf Nahkampf, sofern er nicht noch gleich Horn des Kommandanten hat. Finde ich das jetzt nicht so sonderlich gefährlich, wenn ich richtig rechne. Keine Ahnung. So, legen wir die noch hin. Strömender Regen. Ah, jetzt wird's langsam nervig. Aber wobei. Nö, wir sind ja immer noch stärker. So, legen wir die halt noch hin. Dann gucken wir mal gleich, wo die Reise hingeht. Jetzt legt er noch ein bisschen Fernkampf hin. Nö, das Ding gewinnen wir, ne? Das gibt doch kein Problem. Ja, Finte brauche ich nicht mehr. Was ist das jetzt? Was war das? Ah, was war das? Oh, das ist schlecht. Oh, wir führen aber immer noch, weil wir mehr Karten auf dem Feld haben. Was war das jetzt für eine Aktion von ihm?
So, jetzt hat er gepasst und wir spielen Horn des Kommandanten in der ersten Reihe und gewinnen eigentlich ganz klar. Gar kein Problem. Und bekommen bestimmt eine schöne Karte von ihm. Er ist ja doch schon eine wichtige Person eigentlich. Würde mich jetzt wundern, wenn wir da nichts Besonderes bekommen. Zwergenscharmützler. Oh Gott. Ich glaube, ich habe zu viel erwartet. Ja gut, sein Kartendeck war jetzt nicht sonderlich stark. Was ist ein Zwergenscharmützler wieder gewesen? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, hier in dem Deck war er nicht. Hier auch nicht. Bei Monster auch nicht. Ah, hier. Oh, okay. Bei Skoyatel. Holen wir mit rein. Und haben wir da schon mehrere? Ja, da haben wir schon zwei. Oh, das ist doch schon mal cool. Und wir könnten jetzt die auch schon spielen. Wir haben da Heiler. Hm, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja gut, aber insgesamt ist das Kartendeck an sich noch zu schwach, würde ich sagen. Obwohl, wir haben auch mehrere Hafka-Unterstützer. Hm, das könnte ich mir tatsächlich mal überlegen, mit denen zu spielen. Wir haben noch Heiler, wo ich die dann immer nochmal rufen könnte. Heldenkarte, nochmal eine Heilerin als Heldenkarte ja natürlich auch, was auch sehr geil ist. Und dann die Horn des Kommandanten-Geschichten da dabei. Das überlege ich mir tatsächlich, ob ich mit denen nicht spielen soll. Da muss ich mir nur den hier Karten mal nochmal angucken. Das mache ich vor dem nächsten Part. Da will ich euch jetzt nicht noch weiter langweilen. So, laufen wir dorthin, wo wir hinlaufen sollen. Ray! Jo, machen wir gerade zu Fuß. Komm, egal. Sehr geil. Da kann ich das für den nächsten Part mal vorbereiten, dass wir mit den Skoyatel dann mal ins Kartenspielen gehen. Ist ja mal nicht schlecht. Vielleicht gefällt mir dort die Fähigkeit, die ich ja gerade groß und breit erklärt habe. Vielleicht gefällt mir die ja dort besser. Was weiß ich? Ich weiß es jetzt nicht. So, looten wir noch ein bisschen wie die Blöden. So. Was geht jetzt hier ab? Ein Flüchtling. Flüchtling geht hier ab. Nein. Hier vorne war irgendwas. Redanischer Offizier. Nö. Hier. Gute Leute. Sind wie Nekrophag. So, hier vorne. Der Mann, den wir treffen wollen, wartet sicher schon. Echt? Na dann, starte mal. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir. Jo, wer der Kontakt ist, interessiert mich jetzt mal nicht. Das finde ich immer cool, dass wir beim in den Skoyatel spielen können. Das finde ich geil. Ja, Veron Roche, der brettert da ganz schön. Vollspeed. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was eigentlich mit dem so abgeht. Den scheinen wir ja aus früheren Teilen zu kennen. Keine Ahnung. Nehme ich doch mal stark an. Irgendetwas stimmt nicht. Dann lass es uns rausfinden. Was ist hier los? Bisschen Schach spielen, oder was? Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Zur Übung, um die Zeit totzuschlagen, um Gesellschaft zu haben. Keine Ahnung. Um Zeit totzuschlagen? Ich habe keine Zeit zu vergeuden, geschweige denn totzuschlagen. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam! Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe es. Nein, ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es auch nicht, was für ein Problem der hat. Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Ja, ich verstehe es. Ja, verstehen tue ich es schon, aber der geht mir auf den Weg, ja? Was ist denn mit dem? Ist das der König da von Temerien oder was? Redanien, keine Ahnung. Ist das dieser Volltester, wie der heißt? Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich suche Hurensohn Junior. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen König treffen würde. Ja, das ist eigentlich eher so meine Vermutung, weil ich dachte eigentlich, warum hat der eine Krone auf und was geht mit dem ab? Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Ja, hast du ja auch sehr Erfolg bisher mit deiner Theorie. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Warum liefert ihr Willi mir aus? Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß, diese Geste zu schätzen. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Und du, Roche, wir unterhalten uns ein andermal. Auch ein merkwürdiger König. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager. Dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Roche. Ach du Scheiße, eine Quest nach der anderen. Radovid der Fünfte, der Gestrenge, was? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was ist denn mit euch? Bleibt mal ganz, ganz cool. Auge um Auge, was ist das jetzt? Triff Roche in seinem Lager. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Dein Problem mit Vess, jo, kann sein, wegen mir. Aber jetzt komme ich wenigstens questmäßig wieder ein bisschen klar. Finde Junior. Begib dich in Hurensohns Versteck. So, das muss ja hier in der Nähe sein. Das machen wir auf jeden Fall noch. Die Quest gescheit Banden von Novigrad. Ah, das ist das, weil ich mich dort nicht angeschlossen habe. Ja, genau. Als dieser komische Typ da Hurensohn Junior auch jagen wollte. Und wir werden uns jetzt aufmachen zu ihm. Jo, absolut lasse ich jetzt mal so. Wie gesagt, bis sie auslaufen und dann gibt es diese Experimente nicht mehr. Zumindest mal nicht mit der. Ah, stimmt, hier kann ich das nächste Mal noch die Rüstungen alles verkaufen und alles Mögliche machen. Sehr gut. Also jetzt gleich, wenn Aufnahmestopp ist. Aufnahmestopp, wie das klingt. So, noch 44 Meter und da haben wir sein Versteck, echt. Hier ist also sein Versteck. Guten Tag, ich habe neue Huren. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Das ist ein Missverständnis. Jetzt bist du an der Reihe.
Jo, Missverständnis. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard! Oh gut, okay, es gibt keine andere Möglichkeit. Also gibt's jetzt hier nur noch die aggressive Variante, weil die mich schon kennen sozusagen. Ich hab mal schon einen Ruf erarbeitet. War ja klar. Bam. Sehr schön. Genau, lass deine Deckung fallen. So, visier mal dich mal an. Oh, schon zu spät. Brauche ich nicht mehr. Ah, Schlüssel. Da haben wir einen Schlüssel. Sehr schön. Und nochmal einen Schlüssel. Doppelschlüssel ist sehr gut. Machen wir mal auf. Hallöchen, ist hier jemand? Ach jo, klar. Was geht denn hier ab? Der hat so riesen Anwesen. Das ist ja immer cool. Vielleicht gehört es uns. Ja, jetzt müssen wir uns hier durchprügeln. Ja, weil wir zu oft die aggressive Variante gewählt haben. Anscheinend wissen die direkt Bescheid und wollen uns da attackieren. Ansonsten hätten wir können da gemütlich mit den Leuten reden. Aber wir machen hier die komplette Chaos-Theorie. So, komm her. Bisschen anvisieren und ausweichen, ausweichen und einen Rücken schlagen. Wahnsinn. Und nochmal. Jawohl, sehr geil. So, schwerer Angriff muss ich auch mal mehr drin lassen. Vor allem, wenn ich später mit schwerer Rüstung spiele. Boah, das ist schon heftig. Einfach einmal ausweichen, schwerer Angriff, ausweichen, schwerer Angriff. Das funktioniert eigentlich sau gut. So, tschüss, ausweichen, schwerer Angriff. Oh, das hätte können in die Hose gehen. Und tschüss. Oh, leck. Oh ja, die haben wir schön auseinandergenommen. Ja, die stumpfen Beile lasse ich jetzt mal liegen. Die interessieren hier keinen Menschen. So. Zwergenschnaps, den holen wir mal noch mit. Ja, den auch. Und dann gehen wir mal weiter. Hurensohn. Oh, da rollt noch ein Kopf. Wahnsinn, was hier abgeht. Sau geil. Aber jetzt kann ich wenigstens mal ein bisschen besser kämpfen. Nicht mehr ganz so schlecht. War ja teilweise echt grottig. So, Hurensohn, was ist... Komm näher. Greif ihn von hinten an! Von hinten wollte er angreifen? Nee, lass das mal. Oh, da ist noch einer. Bist du Hurensohn, Mann? Nee. Bisschen nett, oder? Haltet euch die Augen! Oh, was war denn das jetzt? Hab ich Axi gewirkt? Nee. Warum war jetzt Axi gewirkt worden? Oder hat da jemand anderes Axi gewirkt? War das Axi-Zeichen? Komisch, war ein Bug, oder? Jo, Rehhaut holen wir mit. Ist hier sonst noch was? Oh, macht aber echt nur mal richtig Laune. Nur wie gerade Langschwert. Wahrscheinlich bin ich gleich überladen. Komm, lass mal das mal liegen. Wird schon nichts Besonderes sein. Hallo, ist hier jemand? Ich suche ein Arschloch. So, Puppe und irgendwas anderes. Balladen und Hymnen. Wahnsinn. So, hier geht's runter oder was? Echt? Wollen wir runter? Will ich runter? Ist das richtig? Was war hier? Ach, gucken wir mal an. Ah, da geht's noch richtig in eine Höhle oder was? Ah, war ich automatisch jetzt schon richtig gegangen? Durch Zufall praktisch? Jo, keine Ahnung. Würde ich eigentlich sagen, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Jo, dann kann ich mal zum nächsten Part hin. Na gut, hier brauche ich nicht zu rasten, das brauche ich jetzt nicht zu bringen. Ja genau, das Greifen absolut fehlt, ja. Jo, aber wir werden im nächsten Part an der Stelle hier weitermachen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob wir jetzt endlich mal Hurensohn Junior hier finden und ihm den Gar ausmachen können. Seine ganzen Kumpels da freuen sich ja nicht mehr, uns zu sehen. Da wird er sich wohl auch nicht mehr freuen. Jo, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich freue mich tierisch drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis dann, ciao.